Aber das ist nicht das, was ich haben wollte. Scheiße. Yo, ich mach mir jetzt... Ja, ich bin einfach richtig smart. Pass mal up. Nee, ich hab jetzt genug von Gegnern. Haut ab. Lasst mich in Ruhe. Ihr Elenden. So, ich bin jetzt... Ich bin... Jetzt pass mal up. Jetzt bin ich richtig smart. Pass mal up. Okay. Ich habe jetzt eine Idee. Ich hoffe, das funktioniert auch. Sollte aber. Haut ab, lasst mich in Ruhe. Er schießt einfach nicht. Ich verbrenne euch in eure Leichen. Hast du eine Idee, was explodieren könnte? Bomben, Molotovs. Ich. Nachdem du sie aktivierst. Also die Dynamit? Du aktivieren kannst. Dynamit? Die du nicht zwingend werfen musst. Keine Ahnung. Wo kriegen wir Dynamit her? Yannick, ich... Es war nur ein Beispiel. Also, es war nur eine Idee. So. Ich weiß nicht, ob es das hier gibt. Keine Ahnung. Ach, dein Ernst. Ernsthaft? Hm? Das geht nicht. Man kann keine Pflanzenfasern anbauen. Jo. Nee, ne? Ich wollte die mir jetzt hier schön farmen. Ey, nee, ne? Oder geht das nur unter bestimmten Voraussetzungen? Ey, das ist ja hier, also. Also da bin ich jetzt enttäuscht. Yannick, ich bin enttäuscht. Okay. Man kann keine Pflanzenfasern anbauen. Oh, ich dachte, das wäre jetzt die Idee. Och, Menno. Oh. Kennst du das, wenn du merkst, dass du Unfug gebaut hast? Ich habe Unfug gebaut? Nein, ich. Ja, du grundsätzlich. Das ist nichts Neues. Och, Menno. Warte. Vielleicht nutze ich's. Warte, vielleicht kann ich... Warte. Ich... I have got an idea. Wenn ich jetzt... Da gibt es ein Material, was an Fackeln oder so anfängt zu brennen? Bei Fackeln? Keine Ahnung. Also es sind auf jeden Fall diese Pflanzenfasern. Ich kann sie nicht anbauen. Ich kann sie nur abernten. Kann ich daraus irgendwie Samen herstellen, sag mal? Das frustriert mich jetzt ein bisschen. Warte, ich hab doch, oder wir haben doch, so ein Gärtnertisch, ne?
So, ich gehe jetzt auf, ne? Jo, jo, ich probiere noch eben ganz kurz. Ja, was aus. Okay, dann ciao, ne? Jo, mach's gut. Bis dann, bis morgen wahrscheinlich. Weiß ich noch nicht. So, warte, ich wollte mal eben noch mal kurz Heimat. Wir haben doch so eine Art Gärtnerstuhl. So, jetzt pass mal auf. So einfach gebe ich mich nicht geschlagen. Wo ist der denn? Der ist hier vorne. Gärtnerwerkbank, genau. Gießkanne, Vogelscheuche. Gibt es vielleicht irgendwie... Nee. Dass ich daraus Samen machen kann, oder... Weiß ich nicht. Oh, Menno. Okay, dann halt nicht. Dann. Ich muss mich sowieso mal offscreen ein bisschen mehr mit Starbound beschäftigen bezüglich Workshop und allem und überhaupt. Ich bedanke mich bei euch. Ups. Moment. Ganz herzlich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bleibt dran. So, ich hoffe, es läuft alles. Ich habe jetzt mal testweise schon mal die Aufnahme begonnen. Ja. Begonnen. So, konntest du? Ging? Hey, ihr Bitches. Jo, ja. Ich bin drin. Selber ich Bitch. Kappa. Da, wo ich mich das letzte Mal ausgelockt habe. Ja, ich auch. Würde ich behaupten. Ja, deine Party-Einladung akzeptiere ich nicht. Hat das eigentlich irgendeinen Einfluss, wenn du mir nachjoinst, aber ich lade dich nicht in diese Gruppe ein? Gut, ich kann nicht auf dein Schiff joinen, du nicht auf meins, aber wir können doch trotzdem zusammen spielen. Also irgendwie... Wir können es ja auch gegenseitig dann töten, glaube ich. Weiß ich nicht, das ist... Nein, das sollten... Nein, Yannick, das sollten wir nicht ausprobieren. Das halte ich für eine ganz, ganz schlechte Idee. Ich bin tot. Das ist, gutes Spielen zahlt sich halt aus, ne? Das war schon immer so. Gut, was hab ich denn beim letzten Mal gemacht? Boah, ich remember das gar nicht mehr. Warte. Ich hatte hier gearbeitet. Ich erinnere mich. Ich war am Überlegen, wie man so eine Schalter machen kann. Nein, meine Pixel. Oh Mensch, scheiße. Ah, das fängt ja gut an. Das, ja. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Starbound. Bester Content auf YouTube. Ja, ist super. Tag. Es ist toll. Ist super. So. Dann, was hatte ich denn? Ich hatte Manipulator-Module 12 Stück. Da kann ich ja mal eben, kurz gucken. Wie viel brauchte ich denn? 16. Ja, okay, ich bin so gut dabei. Wofür brauchen wir nochmal Tech-Karten, sag mal? Damit du hier deine Balltransformation noch machen kannst. Wieso? Hast du einen roten Ball? Achso, du kannst an Wänden hochdingen und so. Jo. Okay, aber das ging nur am Outpost oder das hatten wir auch mittlerweile selber? Nee, das hatten wir oben links stand einer. Ah, okay, ich habe ihn gefunden. Alles klar. Was hast du dafür gebraucht, das herzustellen? Ich weiß es gar nicht mehr. Hat also warte, das? Kopftechnik? Ich hab da. Kann man nachgucken. Wall Jump, Multijump. Okay. Air Dash. Warte, Air Dash habe ich ja schon. Ich bräuchte als nächstes tatsächlich Multijump. Dafür brauche ich 8 Tech-Karten und ich habe 5. Hast du noch Tech-Karten? Ich glaube nicht. Ich? Okay. Hatte ich noch? Das ist Holz, ne? Warum habe ich den hier mit Holz gebaut, sag mal? Ja. Jesus. Weißt du was? Ich mache jetzt einfach weiter. Es hilft alles nichts. Kann man... Vivi, ich grüße dich ganz herzlich. Was machst du Schönes? Hast du auch Corona-frei? Ja, ich glaube nicht, ne? Obwohl, du bist ja, glaube ich, Verkäuferin, ne? Oder Abteilungsleiterin, ne? Frei. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Mal offen.
Eben auch, Mann. Doch, hast frei. Ah, super. Ich hab heute auch frei. Hab gestern Abend noch die Nachricht bekommen. Da war ich gerade bei Oma zu Abendbrot essen. Ich hab Freudensprünge gemacht. Jetzt bin ich vier Wochen, glaube ich, zu Hause. Alles macht dicht, ja. Ja gut, was willst du machen, ne? Was willst du machen? Ey, dann können wir ja jetzt Mario Kart streamen. Let's go. Bin ja nicht im Lebensmittelbereich tätig. Nicht? Achso, ich dachte. Okay, habe ich mich vertan. Entschuldigung. Aber Abteilungsleiterin stimmt, ne? Oder bin ich jetzt komplett auf dem Schlauch? Ab Freitag heißt es Animal Crossing. Ich habe keine eigene Switch, verdammt. Ja, ihr werdet alle Animal Crossing suchten. Musician wird es 100 Stunden streamen, gefühlt. Lea aus meiner Community, die wird glaube ich, 5 Tage lang hintereinander wach bleiben, nur für dieses Game. Domtendo wird es spielen. Von Let's Play Markus weiß ich mittlerweile auch, dass er das spielen wird. Es ist, ja, ich brauche das, selbst wenn ich die Möglichkeit hätte. Es ist, ja. Ja. Hab mir extra die Switch sogar noch gekauft. Du hast doch eine. Hä? Hast du nicht eine? Ist das nicht deine eigene? Jetzt bin ich verwirrt. Ach so, du meinst die Switch mit dem Animal Crossing, Logo und so, meinst du? Ja, genau, alles klar. Dann kannst du ja die alte Switch vertickern. Dann können wir ja zusammenspielen. Was hältst du davon? So ein kleiner Internet-Deal? Nee, jetzt mal ernsthaft. Wenn du die nicht mehr brauchst, ne? Ja. So ein kleiner Freundschaftspreis. Kappa. Nee, ernsthaft. Also, wenn du die loswerden willst, melde dich. Weil ich hab nichts gegen Schnäppchen, sagen wir so. Nein, ich kann dich dazu nichts zwingen, um Gottes Willen. Ach, das ist die Super Smash. Oh Gottchen. Ja, gut. Wenn es eine Sonderedition ist, sag ich jetzt mal, dann würde ich die auch nicht verkaufen. Dann würde ich die auch behalten. Obwohl, ich bin jetzt mit dem Smash-Universum nicht so verbunden. Vielleicht liegt es daran. Da hat die sich die Switch gegönnt mit dem Animal Crossing, in der Animal Crossing Edition. Ja, Twitch Money am Start, würde ich sagen. Janik, ich mache irgendwas falsch. Ja, kein Geld. Ja. Ich wüsste gern, warum. Ja, jetzt mal ernsthaft. So langsam frage ich mich echt, was ich falsch mache. Ja, aber ich hab mir schon selber gesagt, irgendwann muss ich das alles irgendwann mal auszahlen. Also nicht mal unbedingt in Form von Geld, aber irgendwann, ja doch, irgendwann kommt die Zeit, würde ich behaupten. Man muss am Ball bleiben und mit Motivation dranbleiben und ja. Das ist ja eigentlich überall so im Leben. Ich meine, klar, kann man jetzt einfach sagen, natürlich, ist logisch. Aber trotzdem. Irgendwann werde auch ich ein Pornostar. Nein, jetzt kommen wieder lustige Gedanken auf. Ja, Fabio versucht wieder illegale Geschäfte zu machen. Ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mit deinen illegalen Drogen... Verhandlungen, meine Community nicht, und so. Ja, wenn er die für 400 abkauft, so eine Smash kostet nur 365, wenn sie neu ist. Echt? Machst du zumindest Plus? Ja, ich glaube, das würde sie nicht mehr stören, dass sie Plus macht. Also, klar, wäre scheiße, wenn sie Minus macht, aber selbst wenn es Plus minus Null wäre, das ist es ja gar nicht. Da sind, weißt du, da sind wertvolle Erinnerungen drin, aber das versteht der Mann ja nicht. Der Mann. Der Junge. So, Tee. Hier. It's tea time, bitches. So. Ey, wenn das jetzt klappt, wenn ich das... Ich hätte gern... Ja, erzähl du erst. Nee, erzähl ruhig. Achso. Ich hätte gerne so ein Tea Time Emote. Ich glaube, ich muss mal mit Lea sprechen. Die wird keine Zeit haben. Ab dem 20. ist vorbei. Da zockt die nur noch Animal Crossing.
Crossing. Kruste, Animal Kruste. Nein, nichts gegen Animal Crossing. Ich habe das echt gerne auf dem 3DS gespielt. Das hat mir echt Spaß gemacht. Auch wenn es immer dasselbe war beim 3DS. Oder es lag an mir und ich habe es falsch gespielt. Keine Ahnung, weil Musician hat ja da irgendwie auch... Keine Ahnung, wie viele Spielstunden der insgesamt... Sowohl privat als auch Let's Play technisch, wie viele Stunden der da hat. Ich will es auch glaube ich gar nicht wissen. Obwohl doch, es würde mich schon interessieren. Ja, okay, Fabio mit seinem komischen Darknet. Was? Sehe gerade bei Amazon ein Angebot neu für 600... Für 600 Mäuse. Wahrscheinlich. Kann ich auch Geld kacken. Aber was verlangen die teilweise? Gibt es die nicht mehr? Achso, die ist ausverkauft. Nee, darum ging es mir ja gar nicht. Ich würde mir ja irgendeine Switch holen. Mein Bruder hat ja jetzt eine, ne? Also das ist ja... Ach. Aber das Ding ist, das Spiel kostet ja trotzdem neue 60 Euro, 70 Euro. Janik, sag du mal, holst du dir Animal Crossing? Nein. Nicht? Warum nicht? Was soll ich damit? Achso, okay, ist nicht so dein Franchise. Okay, ich verstehe. Das habe ich mir noch zusätzlich gekauft. Uff, so viel Geld. Ja. Alter, gib mal ein bisschen was ab hier. Mensch. Weißt du, wir sind hier am Verhungern wegen Corona. Nein, bitte nimm das nicht ernst. Bitte nimm das nicht ernst, aber so ungefähr, ne? Andere Menschen verhungern und die gibt 600 Euro aus für, ne? Also, nein, Vivi, ich gönn dir das. Auf keinen Fall wollte ich jetzt sagen. Nein, Vivi, ich gönn dir das. Du arbeitest auch hart für dein Geld, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Nee, jetzt mal Real Talk. Ich würde schon behaupten, ich weiß es nicht genau, aber ich meine, ich würde behaupten, ich bin mir nicht sicher, keine Ahnung, aber trotzdem, ich würde behaupten, du arbeitest hart für dein Geld und dann darf man sich auch mal was gönnen. So, Punkt. Dann machst du nebenbei auch noch freiwillig Twitch und beglückst uns mit deinem kostenlosen Content und, ja, ich bin voll der Schleimer, ich weiß. Ja. Okay, willst du mal kurz kommen, bitte? Ich mach auch sauber. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich komm zu dir. Danach dürftest du bitte bei mir erscheinen. Ja. Erscheinen. Wo bist du denn gerade? Wo treibst du dich gerade rum? Von so einem Haus, die rechts. Oh. Das ist links. So. Komm mal, nein, das ist rechts. Egal. Was ist das? Was hast du gemacht? Hol dir mal die Truhe da. Hol dir mal die Truhe. Jetzt baust du... Nein, ich baue nichts. Ich verspreche es. Du hast deine komische Fähigkeit, hier, Dings zu machen. Hier. Oh, hab ich da vergessen. Warte. Ich baue da noch eine Treppe hin. Wenn man da nicht hinkommt. Ich komm da hin. Alles klar. Alter. Du kleiner Wichser. Du kleiner Stricher! Aber gut, jetzt habe ich den Beweis. Wasser wird zu Gift, wenn es mit Gift in Kontakt kommt. Du kleiner Drecksack! Weißt du, dafür hast du Zeit, ne? Hat besser geklappt, als ich gedacht habe. Ja, nur dass ich nicht draufgegangen bin, ne? Du solltest auch nicht draufgehen. Ich wollte nur gucken, ob es klappt. Ja, genau! Ich wollte nur gucken, ob der Schaden nimmt. Der spasst. Ja, komm, die Falle war gut. Ja, das stimmt. Ja, nee, sie war nicht gut durchdacht. Du musst immer bedenken, dass ich mich auch rausbeamen kann. Aber gut, das kannst du nicht verhindern. Ich kann ja nicht verhindern, dass du dich beamst. Ja. Obwohl, so wie ich Starborn kenne, gibt es bestimmt ein paar Effekte, die das verhindern. Würde mich nicht wundern. In irgendwelchen... Also ich sag mal so, bei irgendwelchen Missionen, dass du halt keinen Rückzieher machen kannst. Naja, aber wir können ja jetzt, vom Prinzip her geht das nicht. Ja gut, aktuell, das stimmt, das stimmt wohl. Das stimmt wohl, ja. Also ich fand das jetzt lustig. Ja. Vivi hat sich bestimmt auch kaputt gelacht. Ich versuche eine Falle zu bauen, die mit Lava läuft, aber ich weiß noch nicht wie. Ich? Immer. Nein, Vivi ist ein Liebe. Vivi ist eine ganz Liebe. Oh, Hilfe. Nein, also. Das wäre schon lustig gewesen, wenn du gestorben wärst. Ja, wahrscheinlich, genau. Klar, natürlich.